Hallo, hier ist der Tim. Ich wollte mal versuchen, ob ich auf Deutsch auch Programmierprinzipien erklären kann, weil ich verliere so ein bisschen die deutsche Sprache und die Motivation dahinter steckt, die dahinter steckt, ist, dass ein Freund von mir, der möchte programmieren lernen in PHP. Und PHP ist eine gute Sprache, um anzufangen. Sie ist vielleicht nicht die sauberste Programmiersprache, aber sie ist, also wenn man produktiv damit wird, es ist ziemlich schnell etwas gemacht. Nun, unter Linux, also dieses Ubuntu Linux, müsste man jetzt erstmal etwas installieren, damit man überhaupt anfangen kann. Und das wollte ich auch nochmal eben erklären, wie das geht. Also unter Ubuntu hat man das sogenannte apt-get und da gibt es ein Kommando, das heißt apt-cache und das hat gewisse Sachen, die man machen kann. Also unter Linux, was ganz wichtig ist, was man normalerweise vergisst am Anfang, ist, dass es sehr viel Online-Hilfe gibt. Also was heißt online? Sie ist eigentlich sogar schon installiert auf deinem Rechner. Das heißt, normalerweise kann man ein Programm ausführen mit einer Hilfe und die wird mit minus minus help herausgefunden. Nun kann es sein, dass die Hilfe dafür länger ist als der Bildschirm und dann kann man das mit einer sogenannten Pipe durch ein anderes Programm pipen. Das heißt, der Output von diesem Programm wird als Input in das andere Programm reingegeben und das andere Programm macht dann irgendwas damit. Also hier gibt es zum Beispiel less, also less is more, also das kennt man vielleicht noch von DOS. More war das Microsoft Ding, um sozusagen Bildschirmseiten auszugeben. Aber less is more und unter Linux und damit das ist etwas eleganter. Das heißt, sie werden jetzt die Kommandozeilen Parameter ausgegeben und man kann sozusagen herausfinden, was man machen kann. Und was für uns jetzt interessant ist, ist eigentlich search. Also search the package list for a regex pattern. Das heißt, also ich habe jetzt auch schon wieder was gelernt. Man kann sogar mit regulären Ausdrücken nach Packages suchen. Was ist denn ein Package? Ein Package ist einfach eine Software oder ein Programm, wie man das unter Windows vielleicht kennt. Also ein Package muss ich jetzt installieren, um PHP benutzen zu können. Das heißt, ich weiß ja jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das heißt. Also, ich tue mal einfach so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Deswegen muss ich jetzt danach suchen. Wie suche ich danach? Mit einer String. Also gibt es dann ein apt-cache-search und dann, was auch immer du finden willst. Also PHP zum Beispiel. Und weil wir ja wissen, dass das Output länger sein kann, können wir das wieder durch less pipen. Dann kriegt man hier alles Mögliche. Und das ist etwas zu viel. Also, ich weiß ja gar nicht, welches ich jetzt davon installieren soll. Also es gibt viel zu viele Optionen. Was ich jetzt ja gerade gelernt habe, ist, dass du einen regulären Ausdruck verwenden kannst. Also könnte ich da ein Head davor setzen und dann gibt er mir nur das aus, was wirklich mit PHP auch anfängt. Und das Einfachste, was man hier benutzen kann, ist das PHP 5 Paket. PHP 7 ist jetzt raus, allerdings ist das noch in frühen Stadien, deshalb mache ich jetzt erstmal PHP 5. So, und dann gibt es ein anderes Kommando, womit man Programme installieren kann. Das ist apt-get. Und das muss man mit sudo aufrufen. Sudo führt das Programm als Root, also als Administrator aus. Und da möchte ich jetzt nicht in die Details gehen. Da gibt man dann einfach ein sudo apt-get install und dann
den Namen des Programms. Also das Copy-Paste habe ich gerade gemacht, indem ich den Text gehighlightet habe und dann mit der mittleren Maustaste gibt man das ein. Ich gebe das jetzt mal einfach ein. Ich muss mein Passwort da eingeben. Was ihr jetzt wahrscheinlich rausgefunden habt. Naja, und dann kann man das installieren. Es wundert mich jetzt, dass nicht alles. Ach so, das sind die Abhängigkeiten, die da mit dabei sind. Das ist ein sogenanntes Meta-Package. Da werden mehrere Packages installiert, damit du das dann auch effektiv benutzen kannst. Also hier wird dann der Apache Webserver installiert. So, dann haben wir jetzt PHP. Aber jetzt, wie benutze ich das? Also PHP muss ja vielleicht ein Kommando sein, also gebe ich das einfach mal ein. Und dann kann man zum Beispiel eingeben Tab, um zu sehen, ob das wirklich existiert oder ob es was anderes gibt noch, was mit PHP anfängt. Also wenn ich jetzt Tab eingebe und dann nochmal, dann sehe ich alle Programme, die es gibt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich das benutze, deswegen gebe ich Help ein. Den PHP-Webserver, das hat einen eingebauten Webserver jetzt mittlerweile, den kann man einfach aufrufen, indem man sagt PHP, und was für ein Kommando, ja, da muss man hier jetzt runter gucken. Run interactively, nee, hier minus S, also groß S, ne? Das klein S ist hier, groß S ist da. Und dann gibt man die Adresse ein und dann den Port. Also als Adresse gebe ich jetzt einfach mal Localhost ein. Das ist die lokale IP-Adresse oder der Name. Und dann den Port 80. 80 ist der normale Webserver-Port. Allerdings ist das ein reservierter Port, deswegen gebe ich jetzt einfach mal 8000 ein. Das ging jetzt nicht. Das ist eine kleine Überraschung. Also 127.0.1 ist die lokale IP-Adresse. Das heißt, ich könnte hier jetzt auch meine Netzwerk-IP-Adresse eingeben, dann würde mein Netzwerk den Webserver sehen können. So kann ich den nur alleine sehen. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, hier das S anzugeben. So, jetzt läuft er. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier für Dateien habe. Ich habe eben eine Datei erstellt. Und zwar die index.php. Ich lösche die jetzt einfach mal. Und dann greife ich darauf zu. Und dann sagt er mir, er findet nichts, weil es ist keine Index-Datei dort. Deswegen editiere ich die jetzt einfach mal. Und schreibe da mal rein, Hallo Welt. Und dann müsste der das ausgeben. In PHP hast du sozusagen eigentlich schon eingebaute Templates. Das heißt, du kannst einfach HTML oder wie auch immer was eingeben. Dann wird das direkt im Browser ausgegeben. Also das ist jetzt ein HTML-Element mit Hallo Welt als Überschrift. So, wir wollen allerdings jetzt PHP lernen, und zwar objektorientierte Programmierung. Deswegen müssen wir jetzt anfangen und sagen, dass wir den Interpreter, also den Interpreter starten wollen. Und das machen wir einfach mit dieser Zeichenkette. Also es ist kleiner als Fragezeichen und dann PHP. Man kann auch ohne PHP, aber es ist eigentlich besser, man gibt das an. Es ist übersichtlicher. So, jetzt
kann ich hier schreiben, jetzt kann ich hier ein Kommando eingeben. In PHP gibt es Kommandos und Funktionen. Und es gibt nur ein, ich weiß nicht, eine Handvoll von Kommandos. Also eins davon ist Echo. Das ist eigentlich genau das gleiche wie sonst bei anderen Programmiersprachen Print. Und da kann man jetzt eingeben, Hallo Welt. Ich bin dynamisch. Das Semikolon ist wichtig hier, weil damit, das ist eine Konvention und das ist auch übersichtlicher, damit wird jedes Kommando beendet. Wenn ich das jetzt hier öffne, dann sagt er, ich bin dynamisch. Allerdings, wenn ich jetzt hier ein paar Spaces eingebe, dann würde ich ja erwarten, dass auf der linken Seite das weiter rechts steht hier, ne? Aber nein, es sieht genauso aus. Das kommt, weil der Browser das als HTML rendert und in HTML wird dieses Space als ein Space interpretiert. Du kannst also auch neue Zeilen und so bestimmen. Ein Weg darum rum, ganz einfach, ist Control-U, also Control, also was ist das auf Deutsch, Steuerung und dann U. Ich weiß nicht, vielleicht ist das im deutschen Browser anders, aber hier sieht man jetzt die Spaces. Ja, gut. Jetzt ist mein Editor ein bisschen am Ende. Also man kann natürlich mit VI und Emacs und diesen ganzen Editors oder Texteditors kannst du PHP editieren oder auch andere Programmiersprachen. Allerdings, wenn man wirklich produktiv werden möchte, dann braucht man eine IDE. Und die benutze ich jetzt einfach mal. Da habe ich hier NetBeans. Da die IDE, die bekommt man, wenn man zu NetBeans geht. NetBeans.org, Download. Und dann gibt es hier die All-Version und dann natürlich nur die PHP-Funktion. Wenn man nur mit PHP arbeitet und sich erstmal darauf konzentrieren will, dann würde ich empfehlen, dass man halt nur diese runterlädt. NetBeans, meines Erachtens, ist die beste IDE. Es gibt auch Eclipse und andere proprietäre IDEs, aber NetBeans ist komplett Open Source und gratis und dafür ist es, also was heißt dafür? Also es ist also meines Erachtens die beste Entwicklungsumgebung. Also sogar besser als Visual Studio oder IDEA, IntelliJ. Die haben alle Nachteile. Es gibt vor allen Dingen sehr viele Module für NetBeans Plugins. Und es ist eine sehr ausgereifte Plattform. Es ist nicht nur einfach eine IDE, es ist eine ganze Plattform. Man kann sogar ganze Applikationen in NetBeans schreiben. Man kann das als Framework benutzen. Da jedenfalls öffne ich jetzt diese index.php-Datei und hier sehe ich schon, das ist ja. Ich kann so einiges hier machen. Ich kann zum Beispiel eine Funktion aufrufen. Was ist denn jetzt mal eine einfache Funktion? Ich sage einfach mal, das hier ist eine Variable. Also sagen wir mal Text. Ganz blöd. Und dann kannst du zum Beispiel eine Funktion aufrufen, die heißt Substring. Und hier sieht man schon, dass die IDE, also NetBeans, hier sogar anbietet, was es eigentlich denn schon gibt. Also es gibt alles, was mit Sub anfängt, wird hier aufgeführt als Funktion. Und dann wähle ich einfach mal die aus und dann kann man hier ja auch schon schön sehen, dass erklärt wird, was jetzt diese Funktion eigentlich macht. Also hier steht PHP 4 und 5 und das Return Part of a String. Also das gibt zurück ein Teil der String. Das ist eine Funktion sozusagen. Dann gebe ich das doch einfach mal ein.
Und dann, ja, die String, die ich haben will, ist Text. Dann gebe ich jetzt einfach Enter ein. Und der Start ist vielleicht, ich weiß nicht, 10. Und die Länge ist dann, sagen wir einfach mal, minus 1. Weil man kann auch von hinten sozusagen die Characters wegnehmen. Das heißt, der Punkt von hinten wird jetzt weggenommen. Wenn ich das jetzt laufen lasse, denke ich ja, das müsste eigentlich jetzt funktionieren, aber tut's nicht. Das kommt, weil die Funktion Substring liefert den Wert der Variable Text zurück von dem 10. Zeichen bis zum vorletzten Zeichen. Das heißt, es wird zurückgeliefert. Aber das heißt, ich kann jetzt, das ist eine sogenannte Expression, die einen Wert zurückliefert. Und der Wert, den kann man dann zu eine neue Variable zurückliefern. Zum Beispiel myString. Und dann kann man damit arbeiten. Man kann dann mehrere andere Funktionen darauf aufrufen. Zum Beispiel könnte man noch wieder eine neue Variable machen. Hallo gleich, ich weiß nicht, to upper, nee, string. Ja, das ist ein bisschen. Die Funktionsnamen in PHP sind wirklich nicht gut designt, weil du hast hier zum Beispiel String underscore und dann hast du String ohne underscore und du weißt eigentlich gar nicht, was jetzt was ist. Also das ist wirklich das Schlimmste an PHP, dass es nicht sehr konsistent ist. Aber du könntest jetzt hier sagen, zum Beispiel String to upper und hier wird wieder erzählt, was das macht. Parameters, die String und dann Types, Returns heißt, das gibt zurück eine String und dann hier wird beschrieben, Description, was es denn zurückgibt, die Uppercase String, also eine String, die sozusagen auf jeden Fall werden alle Buchstaben groß ausgegeben oder zurückgegeben in diesem Fall. Deswegen, da gebe ich jetzt myString ein. Und dann wollen wir das Ganze ausgeben. Und dann sehen wir mal, was da passiert. So, das ist jetzt Stringfunktion. Ich bin dynamisch. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Operation gemacht an dieser String oder zwei Operationen eigentlich sogar. Dann gibt es Expressions, die sind auch ziemlich wichtig. Also zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen das weg. Und dann sagen wir hier Hallo gleich 1 plus 2 plus 3. Das müsste ja 6 ergeben. Und dann gehen wir das aus. Und da haben wir die 6. Dann gibt es Klammern. Damit kann man sagen, dass etwas wichtiger ist. Du kannst dann zum Beispiel sagen, mal 3. Was ist das? 3 mal 3 plus 3 ist 4 mal 3 ist 12, ne? Ja. 12. Da haben wir es. Das heißt, Klammern sind wichtig für die Expression. Und in der Expression kannst du Funktionsaufrufe haben, die dann auch Werte zurückliefern. Du kannst also hier zum Beispiel auch sagen, Substring und dann, was weiß ich, Hallo Welt. Ich schreibe jetzt das nicht richtig. Und dann sagt er, die IDE sagt dir dann, der Syntax ist nicht okay. Aber ich kann da dann den Punkt eingeben, das ist der String Concatenation Operator. Allerdings kriegt man hier jetzt wahrscheinlich was Unerwartetes zurück, deswegen würde ich, wenn man eine Zahl hat, die dann ganz in Klammern packen.
Machen wir das doch einfach mal und dann 2 und dann minus 2. Das heißt, die letzten zwei Characters werden abgeschnitten. Und so, ja. Dann machen wir das. Und dann hat man hier sowas Komisches. Also die 12 wie vorher. Und dann mit der String zusammengefügt eine neue String. Hallo. Ja, so, das sind Funktionen, Strings, Expressions, Zahlen. Man kann für Zahlen kann man auch Kommazahlen eingeben. 2,3 sagen wir mal hier. Und nehmen wir das einfach mal weg. So. Dann kriegt man da 12,9 raus, weil 3 mal 0,3 ist 0,9 plus die 12 und dann haben wir 12,9. Man kann ja Casts möchte ich jetzt nicht erklären, weil das wird vielleicht zu schwierig. Also das nächste sind dann Objekte. Also kommentieren wir das mal aus. So, objektorientiertes Programmieren, was heißt das eigentlich? Also Objekte, ein Objekt hat in einer objektorientierten Programmierung hat einen Bauplan. Und der Bauplan ist normalerweise eine Klasse. Und eine Klasse wird einfach mit dem Class-Schlüsselwort deklariert. Also kannst zum Beispiel sagen Class Person und dann Curly Braces. Die Curly Braces gibt es auch in C und C++ und in Java und in vielen anderen, glaube ich, Programmiersprachen. Also in Pascal hast du dann Begin und End und so. Aber die geschweiften Klammern sind eigentlich so das Einfachste, um einen sogenannten Block zu identifizieren. Und diesen Block von Person, da können wir jetzt ein paar Variablen deklarieren. Und ich mache das jetzt einfach mal. Private Name und dann Protected Age und Public Brother. Ja, das sind jetzt sogenannte Eigenschaften der Klasse Person. Das heißt, das ist der Bauplan. Das heißt, für jede Person, die instanziert wird, instanziert heißt, das Objekt wird gemacht, wird Speicherplatz für diese Variablen festgelegt. So, jetzt haben wir eine Person, die hat einen Namen, ein Alter und einen Brother. Private bedeutet, die Variable ist so privat, wie sie nur sein kann. Das heißt, nur Person selber, die Klasse Person selber, kann auf diese Variable zugreifen. Protected heißt geschützt und das heißt, die ist geschützt von außen. Das heißt, wenn du eine Klasse hast, die die Personenklasse erweitert, also extends, dann kann die Klasse auf diese Protected Age Variable zugreifen, aber die aber von außen kann man nicht drauf zugreifen. Und Public heißt, von außen kann man drauf zugreifen. Einfach. Das sind sogenannte Access Modifiers für die Variablen. So, und dann gibt es Funktionen oder Member Methods. Aber in PHP heißen die Funktionen. Du kannst dann hier angeben Funktion. Person. Das wäre dann der sogenannte Constructor oder Konstruktor. Allerdings in PHP
Also in Java hat man Personen so und man kann das in PHP auch so deklarieren, aber wenn man die Klasse dann umbenennt in Person A, dann ist das auf einmal eine Funktion, die Person heißt und nicht mehr mit dem New Keyword aufgerufen wird. Also sagen wir jetzt erstmal das. Wie man das umgehen kann, kann man mit sogenannten Magic Methods, also mit magischen Funktionen. Und hier der Constructor ist Construct. Das gibt dir jetzt die IDE auch schön wieder. Und dann kann man diese Person instanzieren. Sagt man mal, Peter ist gleich New Person. Und dann hat man den Speicherplatz für Peter reserviert. Peter ist eine Person, also eine Klasse ist sozusagen eine Abstraktion von etwas Konkreten. Also Person selber ist ja nicht sozusagen, da gibt es ja keine Instanz von als solches. Also wenn du sagst, gib mir mal Person, dann macht das keinen Sinn, weil gib mir mal den Peter, das ist einfacher, weil das Objekt sozusagen existiert. Person ist nur eine Abstraktion. Und so nennt man normalerweise Klassen, also nach einer Abstraktion. So, Peter ist jetzt eine Person. Und jetzt speichere ich das einfach mal und lasse das laufen. Und jetzt passiert noch gar nichts, natürlich, weil wir keinen Output haben. Es wird nichts wiedergegeben. Das können wir ändern, indem wir hier zum Beispiel name age brother eingeben. Und dann. Ja, da haben wir den Peter. Da passiert jetzt immer noch nichts, aber das müsste man eigentlich sehen können. Ich könnte jetzt zum Beispiel ausgeben name age brother. Das ist jetzt nur eine andere Schreibweise, wie man Strings konkatenieren kann. In den doppelten Anführungszeichen hat man String Interpolation, nennt sich das. Da werden Variablen einfach ausgegeben. Und dann braucht man nicht großartig rumzumachen. Und dann, ja, dann kann man zum Beispiel hier sowas eingeben, wenn das jetzt ein Objekt ist. Aber das ist vielleicht, das führt jetzt zu weit. Und naja, jetzt gibt er den Namen, das Alter und den Bruder aus. Ja, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich sagen, was das ist. Also sagen wir mal, das ist Peter und der ist 32 und der Bruder heißt Hans. Mal so ganz deutsch. Und jetzt führe ich das mal aus und dann gucke ich mal. Ja, da haben wir den Peter, 32 Hans. So. So, das lasse ich jetzt einfach mal so. Ja, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel, also wenn du Funktion so angibst, dann ist der Default ist dann, dass es public ist. Das heißt, du kannst den einfach aufrufen. Constructor ist speziell, da musst du nicht unbedingt was zurückgeben. Auch muss man bei anderen Funktionen auch nicht. Naja, aber so. Jetzt könnte ich hier noch eine Funktion angeben, Output. Und vielleicht nehme ich einfach mal das von da oben und tue das da rein. So, Output. Ja, was jetzt? Jetzt führe ich das aus. Und jetzt habe ich ja den Konstruktor aufgerufen mit new.
Und dann gibt er das natürlich nicht mehr aus. Aber ich könnte jetzt sagen Peter und dann Member. Das ist eine spezielle Syntax. Da hast du Minus und dann größer als. Das ist so wie der Punkt bei anderen Programmiersprachen. Oder naja, bei C hast du auch diese Art von Member Deklaration für Structs und so. Na, hier gibt er jetzt an Output zum Beispiel als Funktion. Da gibt es jetzt keine Dokumentation dazu. Die könnte ich jetzt auch noch schreiben. Das mache ich vielleicht mal eben. Das macht man nämlich so. Und zwar mit einem speziellen Kommentar mit zwei Sternen und dann Enter. Und dann sagt man zum Beispiel, zeigt Name, sagen wir auf Deutsch, Name, Alter und Bruder. Und das erst vielleicht mal. Und wenn ich jetzt hier das wegnehme und dann Control Space mache und dann hier auf Person, dann zeigt er dir die Dokumentation an, die dort angegeben wurde. Das ist sehr nützlich, wenn man später nicht mehr weiß, was jetzt genau jede Funktion macht. Naja, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann, ups. Ich das jetzt nicht gespeichert? Ja, ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar Name, Age und Brother sind ja hier nur Variablen. Allerdings sind die ja nicht in dem gleichen Scope wie hier. Das heißt, Scope ist natürlich wichtig. Das bedeutet, dass wenn du eine Funktion hast und die Variablen so deklariert, dann sind die sozusagen gültig nur in dem Scope von dieser Funktion. Das heißt, ich muss jetzt damit was machen. Also ich sage jetzt mal einfach hier, der Name ist der Name. Das heißt, also mit this greift man auf dieses Objekt zu, direkt. Das heißt, der Name dieses Objekts wird mit Name zugewiesen. Das gleiche machen wir mit Age und Brother. Und Bruder. So, und hier sagt auch die IDE schon, das habe ich natürlich nicht gesehen, dass die Variablen nicht initialisiert sind. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel eingeben, geschweifte Klammern. Okay, machen wir es mal anders. So, jetzt müsste er das ausgeben. Peter 32 Hans. Ja, das haben wir ja genau hier eingegeben. Und das ist der Output. Nun habe ich ja schon gesagt, dass es Magic Method gibt, also magische Funktionen. Einer davon ist Construct. Und dann gibt es noch eine andere, die heißt ToString. Die wird sogar angegeben. Und dann gibt man den Wert zurück, anstatt dass man ihn ausgibt. Und dann kann man nämlich einfach sagen, Echo Peter. Das ist dann
sozusagen die Zeichenkettenrepräsentation von dem Objekt, also von also Objekt, in diesem Fall ist eine Person, also ist eher ein Subjekt, aber es heißt Objekt in objektorientierter Programmierung. Wenn ich jetzt Echo Peter eingebe, dann gibt er mir das gleiche aus. So, das ist ein Objekt. Dann gibt es ganz normale Funktionen, das habe ich ja eben schon erklärt. Zum Beispiel hat man ja die Funktion Output. Ne? Da kann ich jetzt zum Beispiel ich muss ja gar nicht jetzt wissen, was eigentlich was jetzt eigentlich gemacht wird in der ToString Method. Das heißt, ich kann einfach das ausgeben. Und wenn ich dann Peter eingebe und dann Output, dann macht er genau das Gleiche. Was kann man da noch machen? Es gibt noch eine andere spezielle Funktion. Es gibt noch mehrere, die man nachgucken könnte. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Call. Und da kann man zum Beispiel dann sagen Name. Ja, und dann vielleicht dann kann man durch die mit for each, also das ist eine Schleife in PHP. Dann kann man zum Beispiel sagen, das und dann so. Und vielleicht machen wir es mal eleganter. Das ist zum Beispiel jetzt der Schleifenweg, wie man das machen kann. Aber eigentlich sollte man Schleifen vermeiden. Das heißt, du könntest einfach hier angeben String und dann implode. Dann gibt man den Glue an, also mal Komma und dann die Arguments. Und dann gibt man hier die String an. Und dann zeigt er einem an, zum Beispiel, sagen wir mal Peter, Luise und dann Hello, you, Bumbag. Ja, was macht er denn jetzt? Jetzt ruft er die Funktion auf, call, mit dem Namen. Der Name ist der Name der Methode. Und dann die Argumente sind Hello, you Bumbag. Was macht er da jetzt? Das kann man hier jetzt sehen. Und dann sieht man, was da passiert. Implode ist eine sehr nützliche Funktion in PHP. Damit kannst du, ist genau das gleiche wie Join. Es ist ein Alias. Und normalerweise in anderen Sprachen hast du Join als Methode von Objekten. Na, jedenfalls kannst du damit die Variablen, das Array zusammenfügen.
So, jetzt gibt es noch andere Arten von Personen, die vielleicht alle Eigenschaften von Personen haben, aber irgendwas Spezielleres sind. Also zum Beispiel gibt es einen Lehrer. Teacher ist Englisch für Lehrer. Und sagen wir mal, der ist auch eine Person. Das heißt, Teacher, extends person. Das bedeutet, der erbt alles, was Person hat. Also alle Eigenschaften, die Person hat. Und die Eigenschaften sind die Member Variables und die Funktionen oder die Methoden. Und vielleicht hat der Teacher hat, sagen wir jetzt mal auf Deutsch, weil es ist einfacher, jetzt in diesem Fall Lehrplan. Ja. Und dann hat er einen speziellen Instructor. Und hier gibt mir die IDE schon den Code sozusagen. Und dann sagen wir mal hier Lehrplan. Und da haben wir Default Value. Und dann das ist eigentlich ziemlich Boilerplate hier. Das ist so Code, den man immer wieder schreibt, was man eventuell vermeiden kann. Aber dazu später mehr. So, jetzt haben wir den Lehrplan. Und dann haben wir vielleicht eine spezielle Funktion für die ToString. Dann sagen wir einfach mal, das ist das. Und dann vielleicht noch, dann geben wir das zurück mit vielleicht einem Newline-Character, noch einen. Und dann mit dem Lehrplan. Also, so. Ja, was bedeutet das hier? Eigentlich habe ich alles schon erklärt, aber ich sage es nochmal. Parent, das habe ich noch nicht erklärt. Das ruft dann die Funktion des, naja, des, wie soll man sagen, des, der Eltern auf, also das Elternteil, also ein. Jede Klasse hat nur einen Elternteil, wo man dann Methoden von drauf aufrufen kann. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt gar nicht wissen, was der Elternteil da macht, also das Parent, und kann einfach den Wert der ToString-Methode aufrufen und dann den erweitern mit dem Lehrplan zum Beispiel. Und der Lehrplan habe ich ja als Array angegeben. Als Default. Das heißt, er müsste jetzt immer ein Array sein. Jetzt mache ich mal das weg. Und dann gebe ich hier ein sagen wir mal Dieter ist ein Lehrer. Und der heißt Dieter. Und ist 45 und er hat einen Bruder mit Namen August. Ja, und das wäre eigentlich schon genug. Aber ich könnte jetzt optional hier noch eingeben ein Array. Und da kann ich dann den Lehrplan reinpacken, also zum Beispiel Mathematik und dann Englisch. Das sind dann zum Beispiel die
die Fächer, die der unterrichtet. Und dann könnte ich jetzt einfach auch hier eingeben, Dieter. Und dann gibt er mir schon die ganze Information von Dieter. So. In PHP hat man Arrays, so wie in anderen Programmiersprachen. Allerdings ist es etwas umständlicher, die zu deklarieren. Das hat eigentlich keine Vorteile, aber es ist auf jeden Fall leichter zu lesen. Also mit Array, das ist eine spezielle Funktion intern. Damit kannst du die Parameter werden dann also ein Array ist ein Feld und die Parameter sind dann die Elemente des Feldes. Und hier haben wir Mathematik und Englisch. Als Konvention sagt man, dass man am Ende ein Komma eingibt. Das heißt, in diesem Fall, das Feld hat genau zwei Elemente und nicht drei, wie man hier vielleicht vermuten mag. Also ob man nun das eingibt oder das, ist egal, aber als Konvention sagt man, man gibt das Komma noch am Ende ein. In PHP ist ziemlich wichtig, dass man assoziative Arrays hat, also Associative Arrays oder Dictionaries oder Hashmaps. Das ist alles das Gleiche, nur es wird in anderen Programmiersprachen so genannt. Und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass man einen Schlüssel hat. Ups. Einen Schlüssel hat für Mathematik, zum Beispiel Natur, Wissenschaft. Und dann einen Schlüssel hat für Englisch, zum Beispiel Sprache. Und dann kann man das auch noch so etwas visuell formatieren, dass das besser aussieht. Man sollte hier eigentlich Spaces verwenden, weil das ist konsistenter. Dann sieht das in jedem Editor gleich aus. Das heißt jetzt hier, dass der Schlüssel ist Naturwissenschaft und der Wert, also der Value, Key Value Pairs sind das, ist dann Mathematik. Und damit kann man eigentlich sehr effizient arbeiten. Also es ist eine sehr schöne Abstraktion, die man immer wieder verwenden kann und die ist halt einfach eingebaut in die Sprache. Allerdings, wenn ich das jetzt laufen lasse, dann kommt genau das Gleiche raus, weil er sozusagen nur mit den Werten arbeitet. Ich könnte das hier jetzt ändern und könnte hier eingeben, sagen wir mal for each, weil das ist einfacher. Und dann kannst du sagen Key oder ja, sagen wir mal Key. Und dann Value. Und dann könnte man sagen String dot equals. Komma. Key. Dann Value. Und dann gibt man hier mal vielleicht einfach ein so. Jetzt müsste er eigentlich immer ein Komma davor machen. Das ist vielleicht nicht so schön. Vielleicht macht man das einfach so. Und dann sieht man, wie das schön ausgegeben wird. Obwohl ich hier nur Echo Dieter geschrieben habe. Ja, was gibt es noch? Also, die Grenzen sind weit entfernt, aber es gibt Grenzen. Aber man kann eigentlich so ziemlich alles
damit machen, was so ein Computer machen kann. So mit PHP kannst du keine Threads oder so machen. Das ist eine Single-Thread-Language. Aber man kann ziemlich viel mit Text-Processing und so machen. Und mit Webseiten halt. Also das könnte noch ein anderes Thema sein. Ja, gut. Ich hoffe, das hat schon mal geholfen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ein Kommentar ist natürlich willkommen und vielleicht poste ich dann sogar eine Antwort, also in Form eines Videos oder als Text, wenn ich nicht mehr Zeit habe. Ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und man sieht sich. Auf Wiederhören.